leiden. Und dreimal mit seinem Favoriten mitfiebern zu können, wenn er denn so weit gekommen ist. Ja, oder vielleicht, ja, stellt man auch fest, oder Kämpfer war richtig gut, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, ein Turnier hat ja immer seine eigenen Regeln, ne? Das ist so ziemlich in jeder Sportart so und so auch im Kampfsport. Hier relativ schneller Angriff nach dem Shakehand. Ja. Hutek natürlich im Vorteil, hat ist noch frisch, hatte noch keinen Kampf heute. Ja, schöner Konter, Ripkick auch auf die Leber. Also man kann das ja nicht über Boxaktionen nur gestalten, sondern auch mit den Kicks. Vasili ja etwas verhaltener als im ersten Kampf. Ja. Muss ich hier auch einfach auf einen neuen Gegner, auf einen neuen Stil einstellen. Hotak hier wesentlich auch aggressiver und auch trotzdem gut auf den Beinen. Ist kein stationäres Ziel. Oder gibt es nochmal eine Ermahnung? Im Clinch ist eigentlich nur ein Knie zum Kopf erlaubt. Danach muss, oder eine Aktion im Clinch, danach muss gelöst werden. Und hier war halt, sagen wir mal, das doppelte Knie im Clinch. Ist ja nicht regelkonform. Gibt jetzt nochmal eine Ermahnung, eventuell auch Punktabzug, aber in dem Fall in der Runde oder unter den K.O.-Regeln. Nicht ganz so zu werten. So, der Ringrichter checkt hier nochmal, ob es dadurch Beeinträchtigung gibt. Ruft die zwei Kämpfer nochmal in der Mitte, shake hands. Und weiter geht's. Ja, manchmal ist auch was einfach das Adrenalin, die Anspannung. Ja. Gibt es auch doch unterschiedliche Regelwerke. Aber sowas sollte einfach nicht zu häufig passieren, dafür sind die Profis genug. Harter Schlagabtausch von Hotak. Daher wirklich Dynamit in den Fäusten zu scheinen hat. Vasili hat ja leichte Probleme, seinen Rhythmus zu finden. Kombiniert gerade noch nicht so stark wie in seinem ersten Kampf. Er ist wesentlich verhaltener. Es wirkt so, als ob er momentan doch noch nicht so ganz seinen Rhythmus gefunden hat. Ne? Schöne Konter, rechter hat hier getroffen. Er versucht trotzdem den Druck aufzubauen. Also er ist doch der mehr schiebt, mehr Druck aufbaut. Und Hotek aber hier der aktivere und der mit den härteren Aktionen. Schöner Drehkick zum Kopf. Hotek muss ja ein bisschen aufpassen, ist im Schlagabtausch das Kinn immer etwas hoch. Kann Vasili hier auch zum Konter nutzen, kam jetzt aber noch nicht dazu. Aber baut immer wieder Druck auf, stellt ja Hotek immer wieder an die Seile. Das heißt, Hotek muss sich mehr bewegen, verbraucht dadurch mehr Energie. Oh, schöner Konter hier. Von Vasili. Auch die rechte hat gerade gut getroffen. Ja, langsam findet er seinen Rhythmus, seine Distanz. Ist auch bei jedem Gegner ein bisschen anders, seine Distanz zu finden. Ja. Den Konterrhythmus, die Lücken zu sehen. Ja, bei Hotak geht jetzt so langsam das Tempo raus. Ja, das war ein schöner Kopftreffer. Aber auch das macht halt auch die Erfahrung auf, sich da auch manchmal ein bisschen Zeit zu nehmen, die Lücken zu sehen, auf die Lücken zu arbeiten. Auch hier die dritte Führhand oder die dritte Hand als Führhand hat schön getroffen. Erste Runde geht ohne Knockdown zu Ende. Also quasi eine 0-0-Runde. Aber trotzdem sehr stark auch vor dem Ersatzmann. Vasili hat jetzt aber am Ende der Runde seinen Rhythmus gefunden. Wir werden sehen, ob er das gleich in der zweiten Runde von Anfang an umsetzen kann.
auch hier gibt es so die letzten Anweisungen der Coaches, ne, was vielleicht ein bisschen umgestellt werden muss. Wie gesagt, das sind sehr, sehr wichtige Stellschrauben für die Kämpfer. Gerade im Turniermodus ist das nochmal besonders wichtig. Ja, die Coaches kennen auch ihre Kämpfer, die sind durch die ganze Vorbereitung gegangen, die wissen, wo die Stärken und die Schwächen liegen. Was? Und Bozide geht auch gleich hier wieder in den Vorwärtsgang. Versucht jetzt mehr Hohtak abzukontern, wenn er in die Vorwärtsbewegung geht. Gelingt ihm auch recht gut. Die Hände oder die langgeraden Hände treffen. Gutes Ziel. Hohtak kommt aber immer mit seinem Knie durch. Sobald Vasile da die Distanz überbrückt oder die Distanz zu gering ist, kommt, wie du schon sagst, immer schön das Knie zum Körper. Stark kombiniert von Hohtak. Hat er jetzt hier mal versucht, den Druck aufzubauen. Und auch jetzt schön den Körper mitnehmen, nicht nur mit den Kicks, sondern auch mit den Boxkombinationen. Das sehen wir in diesem Kampf gerade von Vasile gar nicht mehr, was er im ersten Kampf so gut gelöst hat, über die Leberhegen. Ja. Hat auch wesentlich längere Boxkombinationen geschlagen. Hier verlässt er sich eher auf die Basic, die klassische 1-2-Kombination. Ja, er wird jetzt auch ein bisschen mit seiner Energie mehr haushalten wollen. Ja, hier ein wunderschöner Treffer. Hat Hohtak da auch definitiv zum Wackeln gebracht. Das hat er gemerkt. Die Rechte hat sehr gut getroffen als Konter. Hat sich jetzt hier nochmal beschwert. Ich kann gerade gar nicht sagen, woran es jetzt lag. Oder war für mich jetzt auch nicht zu erkennen. Aber ja, wieder mit der rechten Geraden drin. Ja, gerade so in diesem Schlagabtausch ist Hohtak relativ offen. Ungedeckt, ja. Das Kinn weit oben schlägt sehr wild. Ja. Auch weit ausholen. Genau, nimmt da die Deckung nicht wieder sauber zurück. Das nutzt hier Vasilev aus. Ja, hat sich. Ach, der Mundschutz ist rausgeflogen. Natürlich wird er erstmal unterbrochen, wenn nicht gerade eine Aktion entsteht, wird wieder reingesetzt, ist natürlich auch zum Kämpferschutz da. So, Vasilev kommt ja wesentlich besser in die zweite Runde, muss jetzt trotzdem auch auf diese Konterhegen aufpassen. Aber hat ja die Knie zum Körper. Ja, damit hat der Hohtak in der letzten Runde auch schon gut punkten können. Sehr spannendes Duell hier für die Halbfinale, fürs erste Halbfinalkampf. Wird so wie es geht auch in die dritte Runde gehen. Wir haben immer noch keinen Niederschlag. Oh, das war ein starker Treffer. Hohtak hat jetzt mal den Druck aufgebaut und hier diese aufgezogenen, hier gute Maid-Bewegungen von Hohtak. Da zeigt jetzt in der letzten Sekunde in der Runde auch nochmal, dass auch er den Druck aufbauen kann, über die Boxkombination arbeiten kann. Und jetzt kommen wir in die dritte Runde. Ja, bis jetzt noch alles offen. Keiner hat einen Vorteil für sich. Ja, und da auch diese Punktverteilung und dieses Punktsystem halt nicht gewertet wird, sind halt eigentlich beide Runden auf Null. Die dritte Runde entscheidet jetzt, ob einer noch einen Niederschlag erzielen kann. Ansonsten geht es auch hier, wie bei dem letzten Turnierkampf, in die vierte Runde, die dann über die Punkte entscheidet. Jetzt haben wir natürlich in der Zeitlupe oder im Replay noch ein paar schöne Highlights gesehen. Man hat das sehr gut erkannt. Hohtak geht. Hat relativ gute Hände gesetzt, die Knie immer wieder gebracht. Aber auch in diesem Schlagabtausch war immer relativ offen. Das ist immer sehr offen, das kann sehr gefährlich werden. Vor allem jetzt auch, wenn die Kondition etwas nach unten geht, ist die K.O.-Anfälligkeit auch sehr erhöht. Ja. Ob Vasilev das jetzt nutzen kann, werden wir sehen. Ich würde mir von ihm noch wieder mehr diese Körpertreffer und Kombinationen wünschen. Weil wenn man das jetzt in der dritten Runde ausspielen kann, clever
nutzt ihn das vielleicht auch in der Zusatzrunde. Und auch wieder diese 1-2-Kombination, die jetzt wieder richtig gut getroffen haben von Vasile, weil einfach die Deckung von Hotag dort einfach mangelhaft ist oder einfach zu weit unten ist. Ja. Das nutzt er halt einfach gekonnt aus. Ja, das sieht man auch. Kommt auch hier schön auf der Innenbahn immer durch. Ja, sieht auch schon die ersten Spuren im Gesicht, dass die Treffer halt auch treffen. Richtig. Und dass die Hände hier ihre Wirkung zeigen. Aber Hotag hier trotzdem noch spritzig auf die Beine. Wie gesagt, ist jetzt auch der erste Kampf für ihn an dem Abend. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ist dann noch wesentlich frischer als Vazide. Jetzt wieder das zweite Knie im Clinch. Das ist aber nur eine schöne Aktion. Und soweit ich weiß, darf auch bei diesem Regelwerk der Kopf nicht zum Knie geführt werden. Wenn das Knie dann zum Kopf. Genau. Ja. Und das ist halt dieser Thai-Clinch, wo der Kopf nach unten gezogen wird und das Knie entgegenkommt, ist halt nicht regelkonform. Genau. Deswegen sehen wir auch häufig diese eingesprungenen Knie, weil die das quasi umgehen. Somit geht das Knie zum Kopf und nicht umgedreht. Oder der Kopf wird nicht nach unten gezogen. Na, auch hier sind wir schon die ersten Schwurren. Möchte er von einem fortgesetzten Kampf, meine Damen und Herren! Natürlich muss jetzt hier bei einer, sag ich mal, illegalen Aktion den Kämpfer auch etwas Zeit gewährt werden, sich davon zu erholen, um hier einfach auch keinen Vorteil zu verschaffen oder zu gewähren. Ja, wird hier nochmal ermahnt. Das ist jetzt schon bei der dritten Runde. Die letzten fast anderthalb Minuten, nur ein bisschen mehr. Hoda kommt ja wirklich sehr gut auch durch, gerade mit den Händen und auch immer wieder das die Knie zum Körper. Das ist so seine Waffe. Ja, also er hat da wirklich ein gutes Gespür, wann bin ich in der Distanz zu den Knie, um auch vielleicht Konter zu unterbrechen, dann direkt das Knie reinzuschieben. Ja, Vazile versucht sich da immer so ein bisschen herauszuziehen, das macht er ganz gut. Und er kommt doch immer auf den Bahn mit seinen schönen Boxaktionen. Ja, die geraden Basics kommen ja immer gut durch. Ja, ich wünsche mir von ihm noch diese schöne Rechte als Konter wieder. Und erneut. Ich wünsche mir einfach wieder mehr, wie in dem ersten Kampf, noch ein bisschen mehr die Körperarbeit, die Körperhegen. Das variable Boxen, das fehlt irgendwie jetzt. Ja, das stimmt. Man darf auch nicht vergessen, wie gesagt. Er hat schon einen Kampf in den Knochen. Das darf man nicht unterschätzen. Die dritte Runde. Genau. Da war es ja fast sogar zum Niederschlag gekommen. Ja. Drei Hände haben wir gut getroffen. Vasilev macht ja auch wieder gut Druck. Er fängt sich ja auch ein, zwei Häken oder gerade ein. Und auch, wie du vorhin schon gesagt hast, das Knie kommt immer wieder aus dem Reflex raus, sobald die Distanz überbrückt ist. Jetzt in 15 Sekunden. Vielleicht bekommen wir hier noch einen Niederschlag. Beide Kämpfer legen hier nochmal alles rein. Oh, wirklich nochmal ein schöner Schlagabtausch. Und wir gehen in die Verlängerung. Zweiter Kampf mit der Extra-Round. Das im Halbfinale, das ist sehr kräftezehrend. Ja, vor allen Dingen dann für das Finale. Kommt natürlich darauf an, wie dein Gegner dann im Finale, wie er gekämpft hat. Na, aber es kann auf jeden Fall zu Nachteilen führen. Aber nochmal zur Erinnerung, die letzte oder die vierte Runde wird jetzt ganz normal nach Punkten gewertet. Ja, hier ist wieder Ringkontrolle, Schaden, Technik. Jetzt heißt wirklich nochmal 10 und zusammenbeißen, vor allen Dingen konzentrieren, keinen Fehler mehr machen. Jeder kleine jetzt Fehler. Jetzt konzentriert sich alles auf die letzten 3 Minuten. Also das ist jeder kleine Fehler kann ja kampfentscheidend sein. Auch nochmal mental wie physisch auch nochmal eine große Herausforderung. Und dann geht es ja für den Sieger trotzdem noch weiter. Wird jetzt eine Entscheidung herbeigeführt. Ja,
SCD versucht jetzt sofort wieder den Druck aufzubauen. Kodak mit den spritzigen Aktionen und dem Knie im Clinch. Ja, aber CD mit seinen geraden Boxaktionen schön durch die Mitte. Und jetzt sind wir hier im Clinch. Ja, versucht Kodak am Knie, Seil zu stellen. Wie du sagst, die klaren Boxaktionen treffen hier immer, angesprungenes Knie. Immer sauber in diesen Schlagabtausch. Das sind einfach die Hände auf der Außenbahn, sind halt einfach länger unterwegs. Ja. Aber trotzdem, Kodak ist der Kämpfer hier in dem Kampf, der gerade hier noch mehr kombiniert, mehr variabel ist, aber was ist dafür einfach technisch sauberer. Trifft hier schon wieder mit beiden Händen. Oh. Und hier nochmal eine starke, harte Rechte, die Kodak da richtig angerüttelt hat. Versucht das hier ein bisschen wegzulächeln, wie man das kennt, aber das ist immer ein gutes Zeichen. Dass der Schlag auch gesessen hat. Auch wenn die Kämpfer das dann versuchen, mal wegzulächeln. Dann nochmal das angesprungene Knie. Mit zwei Aufwärtshaken gefolgt, beide getroffen. Ja, was ist der? Zieht hier einfach bessere Treffer durch seine saubere Technik. Hat einfach mehr die Kontrolle und. Der Mundschutz ist verloren gegangen. Ja, jetzt wird unterbrochen. Ja, man kann jetzt im Schlagabtausch natürlich nicht unterbrechen, wenn der Mundschutz rausfliegt, weil das könnte man auch missbrauchen, sage ich mal. Ja, aber um einfach nochmal ein bisschen extra, ein paar extra Sekunden zu bekommen, um Luft zu holen. Ne? Ja. Aber gerade wenn dann wieder die schöne linke schön gestochen. Und auch wieder, also hier sieht man wirklich diese klassischen Basics führen halt auch doch oft zum Ziel. Was die Idee kann hier einfach auch mit der Technik punkten jetzt diese Runde. Hier nochmal schön eingesprungenes Knie. Und eine schöne Kombination nachgezogen. Also das war. Ja, er kombiniert gerade halt schön den ersten Angriff und den zweiten Angriff. Ja. Kontrolliert auch das Geschehen jetzt aus der Ringmitte heraus. Jetzt wesentlich dominanter, finde ich, als in den ersten drei Runden. Ja. Der Kodak scheint jetzt auch etwas die Kondition einzubrechen. Hat auch jetzt viele Wirkungstreffer einstecken müssen. Und jetzt auch mal wieder von Vasiljev hier auch der Körpertreffer, der Leberhaken, der getroffen hat. Und hier wieder die linke gerade. Hat jetzt auch mal die Auslage gewechselt. Somit ist die linke quasi. Und der Mundschutz ist wieder raus und Nachschlag. Ja, aber hier muss man sagen, der Ringrichter hat nicht unterbrochen. Und solange der Ringrichter nicht unterbricht, wird gekämpft. Man darf dann nicht davon ausgehen, dass von alleine gebrochen wird. Jetzt kriegt er einen Punkt ab. Was für eine Energieleistung, einen großen Applaus für beide Kämpfer, meine Damen und Herren. Und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Deswegen gab es jetzt einen Punkt Abzug, weil der Mundschutz immer wieder. Und Abbruch. Abbruch hier vom Kämpfer. Der Schlag nach dem Mundschutzauswurf war doch wohl härter als gedacht. Um das einfach nochmal zu erklären, der Punktrichter hat ja quasi einen Punkt abgezogen, weil der Mundschutz muss einfach im Mund bleiben und selbst wenn man schwer atmet, der hat einfach nicht immer ausgespuckt, in Anführungsstrichen zu werden, weil man kann das hier missbrauchen, um extra Konditionspausen sich zu erschleichen. Das wollen wir jetzt ja niemandem unterstellen, aber nur nochmal zur Erklärung, warum der Ringrichter jetzt einen Punkt abgezogen hat. Das ist jetzt halt auch einfach sehr häufig bei Kodak vorgekommen im Laufe des Kampfes. Ja. Und jetzt auch zweimal in dieser einen Runde. Ja, und er hat jetzt ja auch sehr harte Treffer nehmen müssen, ja. Ja, hier in den Replays sieht man nochmal schön, dass diese 1-2-Kombination hier immer wieder das Ziel finden. Die Deckung immer umgehen oder die Deckung auch immer unten ist. Und hier auch ein Knie, drei Hände getroffen, wirklich sehr stark noch gemacht. Ja, hat er wieder gezeigt, dass er sehr starke Boxkombination hat und vor allem über die Basics punkten kann. Ja. Meine Damen und Herren, und hier das offizielle Kampfrichterurteil. Sieger durch Aufgabe der Kämpfer in der blauen Ecke, Aria Farzide. Der erste Kämpfer, erste Finalist steht fest. Er hat jetzt die Chance, um den Gürtel, den K.O. Turniergürtel zu kämpfen und quasi um die 2000 Euro Preisgeld. Sieger durch Aufgabe. Hat jetzt insgesamt im Turnier schon 6 Runden.